from this place now!
Anya, you and me on a train to Berlin. Ausgang gesperrt. Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Es ist harmlos. Stellen Sie den Kaffee auf dem Tisch ab. Ich kann Sie nicht durchlassen, bis Sie nicht gemacht haben, worum Sie Obersturmbahnführerin Engel gebeten hat. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbahnführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bubi. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut. Lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt, wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbahnführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen.
Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht? Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobby, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freunde nicht. William? Yes. Is that for me? Yes. You know there's just one bed. Yes. Are you comfortable sharing? Sometimes Christmas, sometimes birthdays, sometimes mayhem, suffering, and death. Sometimes you just need to feel something good. Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen, unserem endgültigen Reiseziel. I know where to go. Way to get inside Eisenbad prison. There's a hotel, it's on the same street as secret police headquarters. Everybody knows about it. Secret police headquarters is notorious here in Berlin. They bring prisoners inside for questioning. They torture them, and then they drive them back to Eisenbad prison, if they're still alive. Something's happening. There's a prison transport arriving. Come quickly! They're making a pickup. You find a way to get down on the roof of that prison transport bus. You hide on that roof and you can ride it all the way into Eisenbad prison. I go down and distract the guard. And maybe he won't see you. Jeder von Ihnen hat...
charge it? Useless without a battery. Thank you.
langen Verhöre bringen mich noch ins frühe Grab. Ich gehe jetzt nach Hause und schicke die Gefangenen zurück nach Eisenwald. Der Bus ist vorhin eingetroffen. Müller? Müller, antworten Sie! Verdammt, Müller, Sie erwarten, dass ich Sie bei jeder Kleinigkeit um Erlaubnis frage und Sie besitzen nicht mal den Anstand, auf eine einfache Transportanfrage zu antworten. Lecken Sie mich doch am Arsch, Sie Drecksack! Sie sind eine Schande für die ganze Operation! Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen entgegen, verstanden? Schweine, raus! Schichtwechsel, wir sind spät dran! Eine Minute! Genau eine Minute, Hans! Da müssen wir aber los! Ja, ja! Nach rechts! Geh du da! Komm schon! Vorwärts! Sau, du Dreckige, du komm vorwärts! Zeig dir was, du faule Drecksau, du komm! Komm! Ich glaub, du kannst deinen Punkt bauen! Geh raus! Schnell vorwärts! Komm schon! Vorwärts! Vorwärts! Hey du! Noch 5 Schritte! Vorwärts! Glaubt, der könnte rasten? Da links rein! Rein sofort, du Drecksau, du! Rein! Rein! Alles klar. Hans, komm schon!
Gefangene, vergessen Sie nicht, dass Sie bei jeglichem Widerstand gegen Umerziehungsmaßnahmen der umfassenden Gewalt des Strafvollzugs ausgesetzt werden. Gefangene, vergessen Sie nicht, dass der Besitz verbotener Waren automatisch eine Strafverlängerung nach sich zieht. Gefangene, denken Sie an Ihre Angehörigen. Lassen Sie sie nicht im Stich. Gefangene, vergessen Sie nicht, dass unerlaubter körperlicher Kontakt zwischen Häftlingen automatisch eine Strafverlängerung nach sich zieht.
komm schon!